In Usbekistan ist sie noch immer zu spüren. Die geheimnisvolle Magie der alten Seidenstraße, die einst China mit Europa verband. Und man muss sie einmal gesehen haben, die legendären orientalischen Wüstenstädte Samarkand, Buchara und Chiwa. Sie sind so alt wie Rom oder Babylon und blicken auf eine ebenso bewegte wie interessante Geschichte zurück. Viele Völker haben das Land an der Seidenstraße geprägt und wer heute nach Usbekistan reist, ist immer wieder verblüfft, wie gut es dort gelungen ist, die Atmosphäre der Märchen aus Tausend und einer Nacht zu bewahren. Die prunkvolle islamische Architektur der sagenhaften Städte wird auch Sie begeistern. Mit ihren leuchtend blauen Kuppeln, den hohen Minaretten, den Moscheen und Palästen sehen sie noch heute aus wie vor vielen hundert Jahren. Einfach fantastisch. In einer ungewöhnlichen Landschaft aus Wüsten und Oasen können Sie wirklich den Inbegriff orientalischer Schönheit und Mystik erleben. Darüber hinaus werden Sie auf eine schier unendliche Gastfreundschaft stoßen und die Menschen dort sofort in Ihr Herz schließen. Westlich aufgeschlossen sind Sie dennoch fest eingebunden in Ihre jahrtausendealte Kultur. Die Bevölkerung zeigt sich gern in traditionellen Gewändern und vielerorts gilt noch immer ein besonderer Hochzeitsbrauch. Als Aussteuer erhält die Braut von der Familie ihres Zukünftigen 30 neue Kleider. Anregungen hierfür gibt es auf Folklore-Vorführungen in Hülle und Fülle. Und auch da zeigt sich einmal mehr, in Usbekistan kann man sie noch erleben. Die einzigartige Kombination aus Mütterchen Russland und Tausend und einer Nacht.